Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Stuhltest auf sorego.ch. Heute zeige ich dir diesen tollen Stuhl, den Bürostuhl Haag Sophie Mesh. Mesh kommt ganz einfach daher, weil dies ein Netzrücken ist. Es gibt den gleichen Stuhl auch noch voll gepolstert. Für alle die, die ein bisschen mehr Komfort haben wollen, wäre das zu empfehlen. Ansonsten, die Funktionen sind identisch. Also legen wir los und stellen den Stuhl auf deine Bedürfnisse genau ein. Als erstes wäre zum Beispiel die Höheneinstellung zu nennen. Die ist auf der linken Seite deiner Sitzfläche zu finden. Einfach diesen Hebel nach oben drücken und schon geht der Stuhl nach oben bzw. nach unten. Dann haben wir auf der rechten Seite die Sitztiefeneinstellung. Das ist dieser Hebel hier, der ist jetzt vertikal gegliedert. Wenn du den nach vorne ziehst, zieht sich die Rückenlehne näher zur Sitzfläche. Wenn du etwas größer bist, kannst du pumpen in die gegenseitige Richtung und schon bekommst du mehr Sitzfläche. Das sieht man dann hier ein bisschen, dass da mehr Platz zur Verfügung steht. Dann haben wir auf der Rückseite die Lordosenstütze, die standardmäßig mit dabei ist beim Mesh. Die ist je nach Stufe einstellbar. Das heißt, du kannst stufenweise nach oben gehen. Du drückst einfach und wenn ein Klick kommt, dann bist du eine Rasterstufe weiter nach oben. Das kannst du 2, 3, 4, 5 mal machen und dann bist du zu oberst. Dann musst du noch einmal hoch und dann kannst du wieder ganz nach unten gehen, um es für dich anzupassen. Optimal hier auch wieder, dass die Lordosenstütze dein hohles Kreuz stützt, dann ist sie optimal positioniert. Für die Sitztiefeneinstellung noch ein weiterer Hinweis, was optimal ist. Wenn du drauf sitzt, auf dieser Position, das ist jetzt für mich ein bisschen zu hoch, und es würde mich einfach nach hinten lehnen die ganze Zeit, dann ist der Stuhl nicht optimal eingestellt. Wenn ich den zu mir nehme, ganz nach vorne sitze, jetzt merke ich, falle ich praktisch nur noch vom Stuhl. Das heißt, ich muss die optimale Balance finden, wo dass ich richtig sitze. Das wäre jetzt ungefähr hier. Das heißt, ich falle immer wieder ein bisschen nach vorne, kann aber auch ungeniert ein bisschen nach hinten gehen. Optimalerweise habe ich Bodenkontakt mit beiden Füßen, dann sitze ich richtig. Und jetzt kann ich schön in Bewegung, in Balance sitzen. Es gibt gewisse Menschen, die mögen das einfach nicht. Die möchten statisch sitzen, dass sich einfach nichts bewegt. Auch daran hat Haag gedacht. Man hat hier unter der Sitzfläche einen schwarzen Griff. Der lässt sich nach außen ziehen und jetzt arretiert er. Das heißt, jetzt ist er fix. Jetzt kann man in Ruhe arbeiten, für alle, die keine Bewegung am Arbeitsplatz wünschen. Wenn man das wieder lösen möchte, drückt man einfach den Hebel nach drin, fällt einmal nach vorne und dann löst sich die Mechanik wieder. Auch der Widerstand ist einstellbar, dieses nach hinten neigens. Auf der rechten Seite genau der gleiche Hebel in die andere Richtung bietet 4 Stufen, die ihr nach außen ziehen könnt, um diesen Widerstand einzustellen. Das heißt, das ganz weit Äußerste ist sehr, sehr leicht und locker. Das, was ganz drin ist, gibt schon ein bisschen mehr Druck. Auch hier, je schwerer jemand ist, desto näher muss dieser Knopf am Stuhl dran sein. Und dann gibt es noch die Option für diesen Stuhl. Gewisse Stühle haben das auch nicht. Armlehnen beispielsweise. Hier sind jetzt Slideback-Armlehnen montiert. Das heißt, hier sind sie an der hintersten Position. Wenn ich beispielsweise am Arbeitstisch sitze und arbeite, möchte ich ja möglichst nahe beim Tisch sitzen. Und wenn ich jetzt zurückfahre und telefonieren möchte, ziehe ich einfach die Armlehnen nach vorne, einfach nach vorne schieben. Und jetzt habe ich die Armlehnen hier. Die sind einstellbar mit einem Klick unter der Armlehne und dann kann ich die in der Höhe einstellen. Und zusätzlich gibt es unter dem Stuhl einen Hebel, diesen da, vielleicht sieht man das. Zack, da unten ist der. Und jetzt lassen sich die Armlehnen in der Breite auch noch verstellen. Für jemanden, der ein bisschen mehr um die Hüfte hat, beispielsweise. Damit man optimal sitzen kann. Ja, das ist es eigentlich schon gewesen, wie der Haag Sophie Mesh einzustellen ist. Versuch wichtig, in Balance zu sitzen, dass du ohne große Anstrengung dich zurücklehnen kannst und wieder auch zur Arbeit kommst. Das ist das Zentrale dieses Stuhls und macht den auch so einzigartig. Ich wünsche dir viel Spaß beim Gesundsitzen mit dem Haag Sophie Mesh.